möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu meinem Thema Polyamorie. Funktionieren offene Beziehungen, beziehungsweise für wen funktionieren offene Beziehungen? Ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon eine ganze Zeit lang beschäftige. Eigentlich bin ich zu diesem Thema gekommen, weil ich als Paartherapeutin arbeite und dort zunehmend mit diesem Thema zu tun habe. Und weil ich aber auch Wissenschaftlerin bin, habe ich angefangen, mir die Forschung, die wenige Forschung, die es dazu gibt, anzusehen. Und ich habe Ihnen heute so ein kleines Potpourri meiner Erkenntnisse mitgebracht, zu dieser Frage, funktionieren offene Beziehungen und für wen funktionieren eine offene Beziehung und was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff der Polyamorie? Ja, und da würde ich das auch so halten wie meine vorangegangenen ReferentInnen und erstmal ein bisschen was erzählen, versuchen mich auch an die 20 Minuten zu halten, damit uns dann noch 10 Minuten bleiben für Dialog und Austausch. Wenn man jetzt sich anguckt, was bedeutet eigentlich Polyamorie, dann ist es ein Begriff, der in den 1990ern das erste Mal aufkam. Und der letztlich bedeutet Mehrfachliebe. Viele Leute lieben. Also in unterschiedlichen Konstellationen gleichzeitig Menschen romantisch lieben. Und die polyamoren Personen, oder viele von ihnen, grenzen sich auch ganz klar ab von anderen Formen der sogenannten konsensualen Nichtmonogamie. Zum Beispiel Swinging oder eine offene Beziehung, in der Sex außerhalb erlaubt ist, aber nicht Gefühle oder gar Liebe. Die Polys, wie sie auch oft genannt werden, die argumentieren, Liebe und Sex, das gehört zusammen und deswegen sei Polyamorie die logische Lebensform, die logische Beziehungsform, wenn man mehr als einen Sexualpartner zum Beispiel haben möchte. In der Öffentlichkeit bekannt geworden ist das Phänomen vor allem durch dieses Buch hier, oder da ging es mit los. The Ethical Slut heißt das, auf Deutsch die Schlampe mit Moral. Und das ist so wie einige mittlerweile auch erschienene Bücher, zum Beispiel dieses hier, Polyamorie im 21. Jahrhundert. Bücher, die eher sozusagen so aus der Selbsthilfe und fachlichen klinischen Literatur kommen, wo versucht wird, zu zeigen, ja, wie können Menschen solche Beziehungsformen eigentlich überhaupt leben? Und diese Bücher werden viel gekauft. Da gibt es also eine Nachfrage dafür. Wir können auch aus dieser Studie vom letzten Jahr sehen, dass die Polyamorie sich auch in der deutschsprachigen Presse eines stark steigenden Interesses erfreut. Wird also immer stärker thematisiert. Es gibt auch erste Serien, die es thematisieren, und erste Untersuchungen gibt es mittlerweile auch. Mein Interesse ist, wie gesagt, ja gar nicht unbedingt aus der Wissenschaft gekommen, sondern aus meinem paartherapeutischen Alltag. Da habe ich Ihnen einfach mal drei Fallkonstellationen mitgebracht oder so kleine Vignetten. Gucken Sie sich doch mal an, wenn ich kurz mein Fenster schließe, das ist so laut hier. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Also Paar 1, kommen an, typische Situation. Seine Außenbeziehung ist aufgeflogen, sie möchte sich nun trennen. Er sagt, ich liebe euch beide. Sie sagt, ach nee, oder jetzt er, kann auch sein, genau zwei Ers habe ich hier reingeschrieben. Er sagt, so etwas kann nicht funktionieren. Oder Paar B, das gibt es auch, sie hat den Termin gemacht, weil er WhatsApp-Nachrichten mit anderen Frauen schreibt. Er sagt, ich bin einfach neugierig auf diese Frauen, ich habe ja gar keine Abwanderungswünsche. Und sie sagt, ja, ich hätte da auch jemanden. Wollen wir vielleicht zur Paartherapeutin gehen und darüber reden, ob wir unsere Beziehung öffnen? Und dann hier noch Fallvignette 3. Paar kommt an und lebt seit Jahren mit erlaubten Außenbeziehungen. In dieser Zeit hat sie die Lust am Sex mit ihrer Partnerin verloren. Und diese Partnerin sagt, also hätte ich gewusst, was ich mir da für Probleme einhandle, dann wäre ich vielleicht mit dieser Polyamorie etwas vorsichtiger geworden. Ja, und von daher zieht sich so die Frage, danach können offene Beziehungen eigentlich funktionieren, durch die paartherapeutische Arbeit, zumindest als Gedankenspiel immer wieder. Während in der Praxis zumindest zeigen, dass die wenigen Daten, die wir haben,
das Modell weiterhin recht selten anzutreffen ist, zumindest bei heterosexuellen Paaren, so wie ich sie hier an der MSH mit ganz vielen Bachelorstudierenden mal beforscht habe. 261 heterosexuelle Paare vom letzten Jahr mit einem Altersdurchschnitt von 34 beziehungsweise 35 Jahren. Die waren im Schnitt 12 Jahre zusammen und wir haben danach gefragt, ob es in irgendeiner Form eine offene Beziehung gibt. Und Sie können also an diesem roten Kringel sehen, ja, wir erlauben einander sogar eine feste Liebesbeziehung neben unserer Beziehung. Das war also nur eine Frau und interessanterweise zwei Männer, das sind zusammengehörige Paare. Trotzdem gab es hier so eine Differenz, die gesagt haben, wir erlauben uns das. Sexualität, Erotik außerhalb der Beziehung, das waren schon ein paar mehr, immerhin vier von 261 Paaren. Und Seitensprünge / Affären haben noch ein paar mehr oder deutlich mehr Personen zugegeben. Ja, das ist doch komisch irgendwie, dass es so einerseits in aller Munde ist, andererseits so extrem selten, wie hier in diesen Daten. Andere Daten, die ich später noch zeige, zeigen dann noch ein bisschen anderes Bild. Und die Diskussion verläuft so ein bisschen entlang dieser Linien. Die Pro-Fraktion sagt, das ist doch super, dann müssen Kinder auch nicht so viele serielle Trennungen mitmachen, sondern dann kommen vielleicht einfach mal neue Personen dazu oder es gehen welche, aber es kann so ein, es kann eine größere Kontinuität von Bindungen ja ermöglicht werden. Und Kinder können ja mit ganz unterschiedlichen Beziehungskonstellationen umgehen, wird dann weiter gesagt. Das haben uns ja die Studien zu den Regenbogenfamilien gezeigt, wie sie zum Beispiel in dem Buch hier aufgeführt sind. Warum sollte das nicht auch für Polyparenting gelten? Und das ist sozusagen so die Wunschvorstellung der Pro-Fraktion für Poly. Während die Kontra-Fraktion, und da gibt es auch eine ganze Menge Forscher und Kliniker, PaartherapeutInnen, die sagen, das kann nicht funktionieren, weil das nicht unsere Vorstellung ist von Beziehung. Wir sind auf der Suche nach der einen Person, die sozusagen sich fest mit uns bindet, die mit uns eine Einheit darstellt und die sozusagen unsere Wünsche erfüllt. Und selten startet jemand sozusagen ins Leben und stellt sich dann gleich zwei Personen, eine rechts, eine links vor. Das ist sozusagen nicht das, worauf wir Menschen generell angelegt sind. Ja, dann habe ich mir angeschaut, weil ich mich angefangen habe, dafür zu interessieren, was gibt es eigentlich alles überhaupt für Forschung und für Untersuchungen in dem Bereich und wie hat sich eigentlich dieses Feld, dieses kleine, sich entwickelnde Feld überhaupt herausgeschält oder entwickelt. Da habe ich so ein paar Meilensteine mitgebracht. Den ersten habe ich schon erwähnt, The Ethical Slut als einen wesentlichen, also sozusagen so ein Startbuch zu dem Thema. Und ungefähr 10 Jahre danach gab es eine erste wissenschaftliche Konferenz zu dem Thema, witzigerweise hier in Hamburg an der Hamburgischen Universität. Und seitdem regelmäßig Zusammenkünfte, zum Beispiel auch in Lissabon, zu konsensualer Nichtmonogamie und Intimität. Es gibt ein paar erste Überblicksarbeiten, zum Beispiel von Rubin et al. Und Harpert et al., die polyamore Orientierung als eine Form der sexuellen Orientierung mit einbeziehen. Das heißt, wenn Sie fragen, ja, wie identifizierst du dich denn? Lesbisch, schwul, queer, bi, was auch immer, dann kommt poly als eine Form jetzt da drin vor. Zumindest bei manchen Reviews, zum Beispiel bei den hier aufgeführten. Und es sind auch in vielen Ländern tatsächlich Gruppen entstanden, Vereinigungen, Assoziationen, Vereine entstanden, Stammtische entstanden von Menschen, die Polyamor leben, also sozusagen so eher in dem praktischen Bereich. Und auf Dating-Plattformen ist es ebenfalls mittlerweile häufig möglich, Polyamorie als mögliche Spielart oder Orientierung anzugeben. Jetzt komme ich zu etwas handfesterer Forschung und zu der Frage, was wissen wir eigentlich bisher überhaupt über polyamore Konstellationen? US-amerikanische Prävalenzschätzungen, das zeigt diese erste Zeile hier, schätzen nicht monogame Beziehungen auf ungefähr 4-5%.
in ihrem Vorkommen, wobei da auch Beziehungsformen drin sind, die eben eher sowas wie Swinging betreiben oder die eher sagen Sex ja, Liebe nein. Also die Polyamorie wurde hier nicht explizit erfragt. In Deutschland gibt es dazu eigentlich gar nichts, wirklich Wissenschaft fundiertes. Es gibt eine vergleichsweise aktuelle Parship-Umfrage, die an einer großen Population von Singles, die auf Parship auf der Suche waren, gefragt haben, ob sie schon mal polyamore Beziehungen geführt haben, und 3% haben das bejaht. Und 12% der befragten Singles gaben an, sich das prinzipiell vorstellen zu können, es aber bisher noch nicht gelebt zu haben. Generell sind sich die Forscher darüber einig, und das wird man auch gleich noch sehen, warum, dass es häufiger Männer als Frauen sind, die von sich sagen, sie hätten gerne eine polyamore Beziehung, könnten sich das vorstellen, und dass sich Menschen, die Polyamor leben, häufig in Kreisen befinden, in LGBTQ-Kreisen befinden, also von sogenannten sexuellen Minoritäten, und dass sich sozusagen dort überzufällig viele Konstellationen finden, die auch Polyamor leben. Daran besteht wohl kein Zweifel. Und trotzdem ist sozusagen dieses Phänomen vielleicht, in der Theorie auf jeden Fall und vielleicht auch in der Praxis, auch sozusagen im heterosexuellen Umfeld im Kommen. Eine Studie hat sich angeschaut, ja, okay, wenn Leute jetzt Polyamor leben, in was für Konstellationen sind die eigentlich unterwegs? Und haben festgestellt, dass die zentrale Konstellation, die am häufigsten gelebt wurde, die sogenannte Primary-Secondary-Konstellation ist. Also das heißt, eine Person, die schon länger da ist, mit der man fest zusammenlebt, und dann sozusagen eine Person, die ganz klar kleinere Rechte hat in diesem Beziehungsgeflecht. Es gibt aber auch andere Modelle, zum Beispiel Co-Primaries, also Personen, 19% sagen, beide sind gleich wichtig, haben bei mir die gleichen Rechte und den gleichen Beziehungsstatus. Und ein ungefähr vergleichbar anderer Prozent sagt, ich habe überhaupt keinen Primary. Das ist sozusagen beides nicht so ein fester, etablierter Status, und ich würde überhaupt nicht sagen, da ist einer jetzt besonders, sticht jetzt besonders als wichtig hervor. Die Stichprobe, die hier befragt wurde, über 2000 Personen, die alle Polyamor lebten, war, wie Sie sehen können, ziemlich durchmischt. Ungefähr die Hälfte war heterosexuell, 25% bisexuell, 36% verheiratet und fast 60% weiblich. Dann gibt es andere Untersuchungen, eine andere Forschergruppe, die sich beschäftigt hat mit Konstellationen bei schwulen Paaren. Und die haben die gefragt, und das fand ich ganz interessant, wie lebt ihr denn eigentlich? Lebt ihr eigentlich monogam? Habt ihr eine offene Beziehung oder etwas anderes? Und rausgekommen sind diese Zahlen, die Sie hier sehen können. 214 von diesen Befragten haben gesagt, wir leben monogam, beziehungsweise ich bin monogam, keine Ahnung, was er so macht. 99 haben gesagt, wir leben offen. Das sind die Antwortkategorien, also offen heißt sowas wie, jeder kann mit jemand anders Sex haben, nur ich habe Sex mit anderen oder nur mein Partner hat Sex mit anderen oder so weiter. Und dann gab es noch einen Prozentsatz, der gesagt hat, wir leben monogamisch, also so monogamisch, nämlich, dass sie angegeben haben, dass sie mit einer dritten Person Sex haben, aber nur zusammen. Das ist natürlich in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften unter Umständen auch etwas leichter möglich. Was die Zufriedenheit angeht, da kommen wir jetzt sozusagen auf den Bereich, der mich als Paartherapeutin ein bisschen mehr noch interessiert. Also funktioniert das überhaupt? Kann das überhaupt gut gehen? Gibt es Untersuchungen, die sich das angeguckt haben? Wie zufrieden sind eigentlich polylebende Personen? In diesen Untersuchungen gaben die sich als sehr zufrieden an. Sie gaben sich als genauso zufrieden an und zeigten sich auch als genau gleich committed, also sozusagen an die Beziehung verpflichtet, wie Menschen, die in einer monogamen Beziehung waren. Und was ich auch ganz spannend und diskutierenswert fand, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob das wirklich sein kann oder wie das zustande kommt, ist, dass sie gesagt haben, die Zufriedenheit in meiner einen Beziehung
hängt eigentlich nicht so besonders zusammen mit der Zufriedenheit in meiner anderen Beziehung. Das ist eigentlich voneinander ziemlich unabhängig. Und das finde ich eigentlich ziemlich überraschend, weil wir ja aus Beziehungsgeflechten generell wissen, zum Beispiel aus der Familienforschung, dass zum Beispiel, wie Eltern miteinander sich fühlen, auch sich massiv auf die Kinder auswirkt und umgekehrt. Also eigentlich in Beziehungsgeflechten gibt es ganz viele Interdependenzen. Und deswegen fand ich diese Aussage sehr überraschend und kann das noch nicht so ganz einordnen, wie es dazu kam. Das ist sicherlich nochmal erforschenswert. Aber generell kann man jetzt diesen Studien erstmal nicht entnehmen, dass die polyamoren Personen unzufriedener sind als die monogamen Personen. Ja, gefragt nach der Beziehungsqualität. Unten sehen Sie die Studie, die das untersucht hat. Das hier ist auch eine ganz interessante Untersuchung, weil die sich nicht nur die polyamore Beziehung angeguckt haben, sondern auch die offene Beziehung. Und die Teilung war so, also polyamor, das heißt Sex plus Beziehung außerhalb, und offene Beziehung heißt nur Sex außerhalb, ne, in dieser Definition. Die haben jeweils, also diese beiden Kategorien verglichen mit monogamen Beziehungen, und haben festgestellt, dass die Personen, die eine offene Beziehung lebten, also nur Sex außerhalb, sich in Bereichen der Beziehungsqualität, also zum Beispiel Intimität oder Konfliktlevel, solche Indikatoren liegen da zugrunde, dass die eher schlechter abschnitten, während die Personen, die gesagt haben, wir haben Sex plus Liebe auch außerhalb, die polyamoren Personen, zeigten sich im Vergleich zum monogam lebenden Personen tendenziell sogar zufriedener und scorten auch höher auf diesen anderen Variablen für Beziehungsqualität, nämlich interessanterweise Vertrauen, Eifersucht und Erotik, waren also insgesamt zufriedener mit ihrer erotischen Liebe als die monogamen Personen. Und das ist auch sehr interessant, denn Bindung und Sexualität hängen ja in vielen Untersuchungen zusammen. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Neigung dazu zur Soziosexualität, also zum unverbindlichen Sex, auch in einigen Untersuchungen korreliert ist mit einem eher unsicheren Bindungstyp. Ja, und dann gibt es die einzige so wirkliche deutschsprachige Studie dazu bisher, die ja auch der Grund war für diese Konferenz von Pieper und Bauer. Es ist sozusagen eine sehr bekannte, viel zitierte Studie, die eher versucht hat rauszubekommen, ja, wie leben denn die Polis eigentlich diese Sorte Beziehungen, und haben 70 narrative Interviews mit solchen Beziehungssystemen geführt. Und das hier haben sie rausgefunden. Zum einen haben sie herausgefunden, dass es auch sozusagen ganze Netzwerke gibt von Polyamorie, in denen sozusagen man dann frei sich Sex- und Liebespartner auswählen kann. Also es gibt offene Netzwerke, geschlossene Gruppen, alle möglichen Sorten von Konstellationen. Und dass der Einstieg in so eine verhandelte Nicht-Monogamie entweder so mit Ansage erfolgt, dass man sagt, ich bin eben poly und damit musst du leben, oder zufällig zum Beispiel dadurch, dass der Partner das möchte. So wie bei meinen Paaren, das wäre also ein denkbarer Einstieg, ne, dass ein Paar sagt, wir haben irgendwie beide Lust auf eine Außenbeziehung, testen wir das doch mal. Die haben dann Glück, wenn beide Lust haben auf eine Außenbeziehung, ne, sonst läuft es häufig eher auf eine Trennung hinaus. Ja, eine Schlussfolgerung aus diesen Interviews war auch, dass Beziehungen sind, in denen unfassbar viel verhandelt wird. Das ist sozusagen so ähnlich wie bei BDSM, also wo sind die Grenzen, was darf man machen, was darf man nicht machen. Da werden ja zum Teil sehr, sehr ausgearbeitete Verträge geschlossen. Dass das so ähnlich ist bei den Polis, nur eben nicht bezogen auf sexuelle Spielarten, sondern wirklich bezogen auf ganz konkrete Verhaltensweisen. Darf ich am Wochenende ausgehen? Sex mit, ohne Kondom? Also sozusagen die volle Palette. Sehr, sehr intensiv häufig verhandelt wird. Und dass Kommunikation und Transparenz, also dass man sich dann an dieses Regelset hält und auch sozusagen darlegt, ob man sich dran hält und so weiter, als sehr wichtig dort erachtet wird. Dieser nächste Punkt ist auch ein Punkt, den ich erforschen möchte, nämlich, dass sie gesagt haben, okay, es gibt sozusagen nicht die exklusive Intimität, also nicht das ganze Haus sozusagen, sondern Teilexklusivitäten. Also wir leben sozusagen Teilintimitäten. Und das finde ich auch erforschenswert, wie das genau gehen kann. Diese Paare beschreiben auch, dass sie Erfahrungen machen von Fülle, von Reichhaltigkeit, dass man sozusagen damit auch in der Lage ist, Eifersucht, die auch da ist, die auch vielfach beschrieben wird, dann auszuhalten.
Ja, daraus ergeben sich für mich einige spannende Forschungsfragen, die ich zum Abschluss noch schnell darstellen möchte. Jetzt bin ich ein bisschen über der Zeit, aber es dauert auch nicht lange. Die erste Forschungsfrage ist die, ob Polyamorie die Gleichberechtigung fördert. Ja, es gibt viele Soziologen, auch feministische Literatur, die sagt, Polyamorie transformiert Machtverhältnisse. Denn bisher war es häufig so, dass eher Männer heimlich Affären hatten und dadurch auch eine gewisse Macht hatten. Jetzt dürfen sich sozusagen Frauen auch sexuell ausleben, mehrere Partner haben. Ja, dürfen die denn überhaupt solche ethischen Schlampen sein, sage ich mal in Anführungsstrichen. Zweite Forschungsfrage aus der Psychologie ist die Frage, ob Polyamorie wirklich als sexuelle Orientierung angesehen werden kann, so wie die Forscher in den Refuses gemacht haben. Und was mich vor allem interessiert, ist die Frage, für wen funktioniert das eigentlich? Ne, wenn die Vorteile sind, wie sie einmal beschrieben werden, Spaß, Bedürfnisbefriedigung, persönliches Wachstum, Entwicklung, andererseits aber auch die Nachteile beschrieben werden, dass Eifersucht doch sehr aversiv ist, dass eigentlich ja das exklusive Liebesglück gesucht wird. Und Autoren wie zum Beispiel Thomas Müller-Schneider argumentieren dann, dass deswegen die Polyamorie niemals einen großen Siegeszug antreten wird. Und was auch interessant natürlich ist, ist der Zusammenhang mit der Bindungssicherheit. Manche sagen, das sind sehr sichere Menschen, die Intimität gut in mehreren Konstellationen leben kann. Andere bestreiten das auf das Schärfste. Meine Hypothesen, die ich gerne erforschen möchte, bezogen auf die Frage, wer für wen funktioniert Polyamorie, ist zum einen, dass ich denke, das müssen Personen sein, die eine Bindungssicherheit aufweisen, die es ihnen erlaubt, auch Verlustängste auszuhalten. Es müssen Personen sein, die Lust haben zu kommunizieren und verhandeln. Und da ist sehr viel Beziehungskiste drin. Das ist auch sehr anstrengend, so beschreiben das zumindest meine KlientInnen. Die Ambiguitätstoleranz ist wichtig. Also das bedeutet, dass man sozusagen Ambivalenzen, ungeklärte Situationen und Eifersucht aushalten können muss. Und vielleicht sind das Menschen, die das besonders gerne leben, die sehr offen sind für neue Erfahrungen, vielleicht auch Sensation Seeker, die gleichzeitig eine relativ geringe Veränderungs- und Verlustangst aufweisen und deswegen sozusagen die Freude an der Fülle und an dem Abenteuer und an diesem ja nicht normativen überwiegt. Das sind alles Dinge, die geklärt werden sollten. Und ein Kollege von mir hat schon einen schönen Artikel darüber geschrieben, wie man denn polyamore KlientInnen in der Beratung am besten bedient. Da sollte es aber aus meiner Sicht noch mehr Wissenschaft geben und Evidenz, die dann auch so eine Beratungssituation unterstützen kann. Ja, das war's von meiner Seite. Jetzt habe ich doch ein bisschen überzogen im Eifer des Gefechts und freue mich jetzt, wenn Sie Fragen stellen und ich darauf noch ein bisschen eingehen kann.